Damit ist jetzt Schluss. Wir nehmen dir alles, was du liebst. Zuerst dein Zuhause. Und was wir nicht nehmen können, zerstören wir. Seid nicht hier, wenn wir zurückkommen. Kommt her, kommt her. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kommt schon, es ist gut. Alles gut, alles gut. Gehen wir zurück. Na los. Was wir machen, wenn uns das Panzertape ausgeht? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Im Autoradio sind jetzt mehr Kanäle verfügbar. Wir müssen uns vorbereiten. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt zu fliehen. Cap, hier drüben. Hallo, Ma'am. Ma'am. Wir werden die Basis nicht verlieren. So. Gucken wir mal, was wir haben. Ich würde mir ja gerne irgendwas herstellen mit einem Redpoint. Ja, also hier sowas. Sowas habe ich, glaube ich, schon. Kann das sein? Nee. Wie ist es eigentlich mit allem, was ich bis jetzt hergestellt habe? Kann ich die Sachen dann dennoch wieder einfach nehmen? Zum Beispiel, was hatte ich mir hergestellt? Hatte ich mir hier nicht... Zum Beispiel das. Ja, könnte ich mir einfach reinlegen. Okay. Ja, immerhin etwas. Das heißt, alles, was ich mir einmal hergestellt habe, bleibt dann auch. Ja, okay, nice. Das finde ich schon mal gut zu wissen. Das heißt, ja, hier haben wir im Grunde ja eine Waffe mit Schalldämpfer, ne? Also, ein leises Sturmgewehr. Tolle Alternative zum Scharfschützengewehr. Im hinteren Teil mag vielleicht ein Sprühdose sein, aber erwarte nicht, dass Farbe rauskommt, wenn du den Abzug drückst. Naja. Ne, also das ist im Grunde sehr leise, das ist ziemlich nice, also mit Schalldämpfer sozusagen. Aber auch da ist, glaube ich, das Scope. Naja, es ist halt selbst zusammengebaut, ne? Frage ist halt, was da für eine... ich bin mir noch nicht sicher. So könnte ich aber auf jeden Fall Lärm erstmal verringern. Also ich werde das auf jeden Fall mal herstellen. So. Dann gucke ich mal, wie die ist. Dazu muss ich hier einmal über die Mauer springen. So, also wir haben hier 4 Schuss. Das ist eigentlich ganz nice. Finde ich gut. Also kann man auf jeden Fall mit leben. So, wie kommen wir hier wieder rein? Haben die jetzt hier vorne zugemacht? Ah ne, hier war das, genau. Stimmt. Ich könnte mal schauen. Vorteile. Erstmal Vorteile, genau. Da haben wir jetzt ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall würde ich... Oh, 7 kostet das. Eieiei. Auf eine Nahkampfwaffe, auf einen nahestehenden anderen Gegner zu werfen, das ist natürlich auch sehr nice. Beutetiere fliehen nicht mehr so schnell. Fische sind leicht einzeln, wenn sie am Haken sind. Also tatsächlich doch die Angel. Ja. Hier, Fernglas. Ja. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall mal machen. Und dann würde ich jetzt 2 Punkte sammeln, um den Takedown dann zu machen. Carmina hat mir alles erzählt. Auf keinen Fall werden die Highwaymen sich einfach nehmen, was wir aufgebaut haben. Jetzt werden sie mit allem, was sie haben, zurückkommen. Gut, wir sorgen dafür, dass sie es bereuen. Wir haben nicht viel Zeit, um uns entsprechend vorzubereiten. Deswegen müssen wir ganz genau wissen, wann diese Mistkerle kommen. Ich habe einen Späher vorgeschickt. Beim kleinsten Anzeichen von Ärger werden wir gewarnt. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Ich würde mich besser fühlen, wenn du mal nach ihm siehst, Captain. Sorg dafür, dass er bereit ist. Wir können uns keine Fehler leisten. Wenn diese Mauern fallen, war's das für uns. Okay, mach ich.
schauen wir mal, wo er ist. Ach, das ist ja nicht so weit. Da gucken wir doch mal direkt. Willst du mit, Kamina? Runtergefallen. Oh. Sorry. Ich hoffe, das Viech ist. Ja, ich bin noch schon da. Scheiße! Ist das übel! Ja, ich hab ein bisschen Shit gebaut. Egal. Wir gehen zu Fuß. Und zwar, wenn ich sprinte und dann wieder direkt loslasse und nochmal dahinter, dann kann ich wieder weiter sprinten. Ja, er ist noch da, okay. Bisher ist alles ruhig, aber sie könnten jeden Moment auftauchen. Ich hoffe nur, dass ich alle rechtzeitig warnen kann, wenn die Highwaymen kommen. Wir können uns nicht leisten, die... Scheiße! Das sind sie! Geh zurück zu den anderen! Los! Rush hier! Kommt sofort zurück! Eine Gruppe Highwaymen kommt direkt auf uns zu! Hallo? Autsch! Wir können die Tore nicht öffnen! Au. Hallo? Oh, das wollte ich gar nicht. Oh.
Carmina, du solltest mal am Leben bleiben, sonst ist Carmina nämlich sauer. Und Carmina, du kommst mal lieber hier rein. Boah, so ein Raketenwerfer wäre natürlich jetzt schön, ne? Kam das jetzt her? Noch mehr Krack! Scheiße, die kommen mit Rampen! Hier kommen die Wände hoch! Wir müssen sie aufhalten! Los, nach vorne! Komme ich hier überhaupt irgendwo hoch? Ach du Scheiße. Ich will noch hier noch hoch. Nee, die kann ich leider nicht austauschen.
mich an. Sieh mich an, sieh mich an. Hey, hey. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Nein, alles gut. Und du? Alles gut. Keine Ahnung. Pack an, wo du kannst. Wie schlimm ist es? Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben viele Leute verloren. Den Verletzten geht es schlecht. Wenn die Zwillinge zurückkommen, war's das. Es ist niemand mehr übrig. Was ist mit dieser Gruppe im Norden? New Eden? Ja, Ben, soll das ein Witz sein? Ich habe sie in Aktion gesehen. Sie griffen das Lager an, in dem ich festgehalten wurde. Nur zu zweit. Die haben absurd viele Kugeln eingesteckt und verschwanden dann im Wald. Die Highwaymen nennen sie Geister, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Die Typen waren bis unter das Kinn vollgepumpt. Wir brauchen sie. Ist dir bewusst, dass du vorschlägst, zu Joseph C. zu gehen? Dem Mann, der jahrelang unsere Familie terrorisiert hat? Aber das war früher. Seitdem hat er uns in Frieden gelassen, Mom. Was immer auch passiert sein mag, das war früher. Halt dich da raus. Wir brauchen Hilfe. Wenn wir keine kriegen, sind wir alle tot. Ein Deal mit New Eden wäre wie ein Deal mit dem Teufel. Einen anderen Deal gibt es nicht. Was sie auch haben, was immer ihr Geheimnis ist, wir brauchen es. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Finde heraus, was dieser Joseph hat. Ich kläre die Sache hier. Joseph Seed. Alles okay? Hat er dir wehgetan? Der Mann mit dem Bart? Er hat mir nur Essen gegeben. Wenn er nochmal hierher kommt, sagst du sofort Mom und mir, hast du verstanden? Ich hab Hunger. Ihr habt gesagt, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Ja, aber von dem nehmen wir nichts an, nicht mal Essen. Warum? Weil wir diesen Mann schon vor deiner Geburt kannten. Er hat sehr schlimme Dinge getan. Er hat Dad wehgetan und wollte unserer Familie wehtun. Hey, wenn du ihn siehst, renn weg so schnell du kannst. Okay? Und jetzt geh rein, mein Schatz. Sie muss es lernen. Wir nehmen keine Hilfe von Peggys an. Okay, ich vermute mal, Joseph Seed ist doch der von Far Cry 5, der die Sekte da gemacht hat, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, tatsächlich. Ist ganz schön weit weg, muss ich sagen. Hallo? Wir sind hier. Und ich soll dahin? Ja, okay. Puh, ja, kann ich gerne machen. Ich würde sagen, dass ich dann da auch den Außenposten mache, damit ich dann auch schneller wieder zurückkomme. Das wird ein langer Weg. Ohne diesen Zug kommst du wohl auch nicht von hier weg, was?